Wenn der Wolf mit den Bären in den Sudkessel steigt, dann kommt auch Holunderblütensaft dazu. Heraus kommt ein Session IPA. Welche Brauereien das gemacht haben, das verrate ich euch alles, wenn ihr kurz Geduld habt. Schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zur heutigen Bierverkostung. Ich freue mich, dass ihr alle mit dabei seid, denn heute geht es richtig tierisch zur Sache. Es geht um den Wolf und den Bären. Ihr könntet mir allerdings vorher erstmal einen riesen Gefallen tun. Wenn ihr noch kein Abo vom Kanal habt, dann holt das doch da unten in der Ecke schnell nach und löst auf dem Button ein Abo für den Kanal. Und werdet immer informiert, wenn es Neuigkeiten gibt, so wie das heutige Bier. Denn auch das ist natürlich wieder mal eine Neuigkeit. Die kommt von Lontium und vom Wolf. Und damit wäre auch schon mal die tierische Seite dieses Bieres geklärt. Und jetzt werden viele von euch sagen, ja, Moment mal, Hollerblüte, das kennen wir doch schon, das haben wir doch schon mal gehabt. Ja, gibt es offensichtlich seit 2019. Ich weiß nicht, ob ich alle Jahrgänge gehabt habe, aber so ziemlich alle. Und ist eine Kollaboration von Wolf. Das kommt eher von dem Namen des Brauers. Der kommt aus Salzburg und weiß da immer wieder das ein oder andere gute Bier zu brauen. Und gute Biere, wissen wir auch, kommen aus Kötschach-Mauten von Lontium. Da kommt der Bär aus dem Logo gesprungen und freut sich auf den Wolf, der ihn besucht hat offensichtlich und dieses Bier zusammen gebraut hat. Zusammen haben sie Hollerblüten gesammelt und das war in der Vergangenheit schon immer sehr, sehr spannend, weil das Ganze sehr fruchtig im Aroma war, aber dann im Trunk doch ein bisschen spannender gewesen ist, als man das eigentlich hätte erwarten können bei einem Session IPA, wo man sagt, ja, das ist alles ein bisschen auf der Bremse. Und naja, schauen wir mal, was diesmal bei rausgekommen ist. Wir haben die Verwendung von Gerstenmalz und Haferflocken auf der Flasche angekündigt bekommen. Also da wird auch ein bisschen was für das Mundgefühl getan. Holunderblüten, das wissen wir. Und wo haben wir denn den Alkohol? Da stand doch auch irgendwo drauf. Ja, wenn man es jetzt... Da steht es doch. 5,7. Was? 5,7? Nein. 5,2. 5,2. Ich habe keine Brille auf. Das ist doch fürchterlich. 5,2 Volumenprozent Alkohol. So. Da nochmal kurzer Crosscheck. Wie muss ich euch das jetzt hier hinhalten? So. Dass ihr auch den Bären auf dem Kronkorken seht, denn der ist von Lontium. Und dann gehen wir das Ganze auch mal an und ich erzähle euch ein bisschen was über meine Erlebnisse, wenn ich dieses Bier jetzt gleich verkosten werde. Denn es wird wahrscheinlich sein, wie ich das schon in der Vergangenheit erlebt habe. Und das war immer sehr, sehr spannend und lustig. Wir haben es mit einer schönen, orangenen, goldgelben Farbe zu tun, mit einem schönen Schaum obendrauf, 1,5 Finger breit. Der haftet natürlich auch richtig gut am Glas. Man sieht auch ein bisschen Kohlensäure drin aufsteigen, leichte Trübung. Und es ist mir eben gerade schon so richtig frisch in die Nase gekommen. Und das ist eine so tolle Holunderblüte, quasi, die hier oben drauf schwebt. Es ist der Wahnsinn. Richtig schön fruchtig und frisch das Aroma. Und ja, ich würde mal sagen, sehr zum Wohl. Cheers. Und jetzt kommt das Aha-Erlebnis. Und das war, fand ich schon immer so. Man denkt so, oh, super fruchtig und frisch und wow. Und dann macht man den ersten Schluck und denkt so, oh, das kommt ja so richtig herb mit einer schönen, naja, hopfenähnlichen Herbe daher. Und ja, das ist die Holunderblüte offensichtlich. Ich glaube auch fast, dass dieses Kräutrig-Herbe eigentlich so ein bisschen den Hopfen ersetzen soll. Man will offensichtlich da einfach zeigen, ja, man kann hopfenähnliche Noten halt eben auch mit Holunderblüten zum Beispiel oder anderen Kräutern erzeugen. Und deshalb glaube ich auch, dass man da versucht hat, ein bisschen zu sparen bei dem richtigen Hopfen. Also da ist sicher Hopfen drin, aber der spielt wahrscheinlich jetzt nicht so die erste Geige, was so diese ja, herben, bitteren Noten angeht. Das ist eher eine, ja, die über die Hollerblüten da reingekommen ist. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Es ist nicht zu vollmundig. Es ist auch wenig fruchtig. Ein bisschen was ist übrig geblieben, aber es ist dann doch eher wenig. Bier hat einen schönen
mittleren Körper, kräftige Kohlensäure, eher eine glatte, leicht cremige Textur und hinten im Nachtrunk, es bleibt schön herb, kräutrig, aber er ist dann in Summe dann doch relativ kurz. Und man muss ganz ehrlich sagen, ich hatte neulich, hatte ich mal ein Grütbier. Und dieses Grütbier, das ist ja auch mit, muss ja mit Hopfen gemacht werden, sonst wäre es kein Bier. Aber in der Vergangenheit war das natürlich ein Bier, wo kein Hopfen drin war. Sondern dieser Geschmack und auch diese herben und diese bitteren Noten dann eher über Kräuter erzeugt worden sind. Das ist meiner Meinung nach ein richtig gutes Beispiel dafür. Und wieder mal der Beweis für hohe Braukunst, sowohl bei Wolf als auch bei Lontium. Und deshalb gibt es für die Hollerblüte in der 2022er Edition von ProbierTV gibt es dafür 4 von 5 möglichen Punkten für die Hollerblüte von dem Wolf und dem Bären. Und das Ganze zusammen eine Kollaboration von Wolf und Lontium. Und wenn ihr dieses Bier kennt, dann schreibt mir mal, wie es euch geschmeckt hat. Das ist nämlich, glaube ich, sehr speziell. Und da können wir gerne ein bisschen drüber diskutieren. Schreibt es hier unten in die Kommentare. Wenn ihr noch kein Abo habt, dann schnell ein Abo hier lösen. Und ansonsten sehen wir uns dann morgen wieder beim nächsten Bier. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen. Bis dahin. Tschüss, Papa. Servus, Prost und Ahoi. Cheers.